Good morning vom See. Wow, was für Hammertage in Eifel. Und wir haben heute Morgen gestartet mit Business Your Style, ne? Wo ich die Leute einlade. Ne? Alle, die frühzeitig dran waren, haben eine 1:1 Session. Und ich lade euch ein, präsent mit eurem Business zu sein. Und ja, ich habe vor ein paar Tagen hier schon ein Video gemacht. Präsent sein heißt nicht drüber nachdenken. Präsent sein heißt präsent sein, da sein. So. Und heute Morgen, na, die erste Frage war, wonach fragt dein Business? Und dann kam Social Media. Und die Teilnehmerin so, oh, Social Media, ne? So hat ihr schon die, wie sagt man da, die Zehennägel aufgerollt. Weil, ne, was hast du alles schon über Social Media gehört? Und wahrscheinlich, ne, wissen wir alle, je öfter du das Wort in den Mund nimmst, desto mehr sagt der Algorithmus, nein, nein, nein. Ne, und ich merke so, ja, all diese Algorithmen, die im Social Media vorhanden sind, wie oft verleiden die dir den Spaß, den du mal hattest, ne, Dinge zu teilen, weil es versteckt wird. Aber das Ding ist, da werden ganz viele Ansichten gestreut und wir kaufen uns ein. Und das ist die Wahl, die wir haben, ne, zu sagen, ich kaufe mich ein oder, oh well, so, du hast andere Wahlen. So, und dann war halt morgen, ne, so, also, ja, früher hat es ihr total Spaß gemacht, das ist nur jetzt, und dann hast du irgendwelche Agenturen beauftragt und dann wird dir gesagt, wie oft du was posten musst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nur Dinge, ne, ein Video machen, ein Reel machen, wenn ich inspiriert bin, wenn ich Bock drauf habe. Und dann weiß ich auch, wenn ich Bock drauf habe, dann kreiert es auch was. Und wenn ich Dinge mache, weil sie richtig sind oder weil ich eben diesen Strukturen folgen möchte, und dann schaut mal in Access, sind wir gerade dabei, sämtliche Strukturen aufzulösen. Also da wird sich sowieso bald sehr viel ändern. Und ich möchte euch einfach wieder einladen, ne, so was war früher mal. Und ich kann mich erinnern, Gary Douglas, der ist ja auch nicht wirklich Freund von Social Media. Weil er immer sagt, das direkte Gespräch ist der Schlüssel für dein Business. Und das sehe ich auch so. Und dennoch hat Social Media hat eine Fun-Komponente, wenn du es nicht zur Antwort machst, okay? So, und vielleicht mache ich eine 5-Tage-Challenge rund um Social Media. Lasst mich gerne wissen, ob ihr da Bock drauf hättet, da ein paar Ansichten zu verändern, zu verdrehen. Ich wollte einfach nur euch einladen zu gucken, Moment mal. Ich sehe, ich springe von einem Links zum nächsten, ne? So, Form und Struktur ist in meinem Kopf nicht mehr vorhanden. Also Gary ist nicht so Fan von Social Media, wenn er sagt, das echte Gespräch am Telefon ist das, was dein Business kreiert. Und dann habe ich vor Jahren, das war das allererste Mal, dass ich einen Kurs gehostet habe für die Kerst Thomas damals hier in Konstanz, da habe ich noch nicht mal hier gewohnt, ne? Und dann dachte ich, jetzt möchte ich doch mal wissen, alle, die da am Tisch saßen, wie habt ihr vom Kurs erfahren? Was glaubt ihr, was die gesagt haben? Die haben es alle bei mir gesehen auf Social Media. Und ich so, oh, vielleicht habe ich eine andere Realität hier als andere. Okay, cool, wenn ich mich nirgends einkaufe, in gar keiner Ansicht, sondern immer in der Frage bin, was macht Spaß und was kreiert, ne? So, und wie sehr folgst du dem, was Spaß macht? Aber dann, ne, kommst du in Konflikt, weil dann hast du gehört, was alles ist. Und ja, bestimmte Informationen, schau, was hilfreich ist, was leicht ist, was dir Spaß macht. Und dann noch, wie kannst du es outcreaten? Also ich habe gerade heute Morgen eine neue Kreation ausgeschrieben, wieder mal 20 Tage Moleküle drehen. Ne? Alles, was feststeckt, lass uns Moleküle drehen. Wir haben so powervolle, potente Werkzeuge und nun manchmal vergisst man es für sich selber. Und ich habe mir gedacht, ne, wieder mal günstig, 20 Tage, 20 Euro, ihr kriegt Voicemails. Einfach mit der Erinnerung, let's flip some molecules. So, und wie gesagt, heute Morgen in der Session war das so genial, so dieses wirklich in die Business einzutauchen und jenseits von Form und Struktur damit gehen. Und das Nächste, das, ne, das wirklich entscheidend war, wo ich denke, wow, so wie oft führst du in deinem Business was weiter, wo du schon weißt, es funktioniert nicht, aber du hast so viel Geld investiert, dass du es wahr machen musst. Ne? Damit es doch einen Wert haben muss, weil du nicht anerkennen oder zugestehen möchtest. Oh, wie schön die Farbe ist, schau mal. Oh my goodness, hello. Weil du nicht eingestehen möchtest, dass es vielleicht nicht funktioniert für dich. So, an was hältst du in deinem Business fest, weil du irgendwann viel Zeit, viel Energie, viel Nerven da reingelegt hast? Vielleicht hat sich sogar eine Beziehung gekostet, wo du Dinge zum Laufen bringen musst, daran festhältst, weil das eben so teuer eine Investition war. So, erlaubt dir zu wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Du kannst diese Dinge auch fragen, wird das jemals funktionieren? Na, das ist ja das Geile. Wir haben die Fragen, wir kriegen ein Gewahrsein und dann hast du Möglichkeiten. Du musst nichts weitermachen, was nicht funktioniert. Das Ding ist, du musst nur anerkennen. Funktioniert es? Ja, nein. Wird es in der Zukunft funktionieren? Ja, nein. Na, muss ich was verändern, damit es funktionieren kann? Oder ist das eine Sache, die einfach für mich nicht funktioniert?
Ne? Dinge, die sehr algorithmuslastig sind, wo dann nur der Algorithmus bestimmt, dann merke ich, davon hätte ich gern nicht mehr. Ich bin diejenige, die sich ständig zerstört. Also wenn ich da ein Business habe, das 100% darauf aufbaut, das ist vielleicht nicht die schlauste Wahl, ne? So. Aber das ist weder richtig noch falsch, sondern schau einfach, weißt du, was nimmst du wahr, was funktioniert für dich, ja? So, das ist Business Your Style. Und ich sag euch, gebt euch da auch ein bisschen Zeit, das rauszufinden, ne? Und Your Style heißt nicht wirklich, jetzt habe ich meine neue Antwort. Und das ist das, was unser Kopf so schnell macht. Heißt, finde ich meinen Style und das ist mein neuer Style. Was, wenn Your Style heißt, dass du bereit bist, es alle 10 Sekunden zu verändern und zu wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert? Also, und da wir dieses Video heute Social Media genannt haben, ist wirklich, was, wenn du den Spaß wieder einlädst, ne, und spielst, ne? Alles hat Bewusstsein, auch Social Media. Du kannst mit den Molekülen, mit dem Bewusstsein der Moleküle spielen, anstatt, ne, auch mit den Molekülen oder mit dem Bewusstsein des Algorithmus kannst du spielen. Ne? Also wir haben die Tools, wir haben die Macht. Das Ding ist nur, wenn wir uns in diese Ansichten einkaufen, zack, dann hast du die, ne, deine kreative, magische, potente Energie in eine feste Ansicht gelegt. Und die Frage ist, funktioniert das oder kreiert das das Gegenteil von dem, was du gerne hättest? Aber hey, 10 Sekunden später kannst du neue Wahlen treffen, alles anders machen. Und da können ganz andere Dinge auftauchen. So, was denn wirklich, wir auch Social Media einladen, Facebook einladen für mehr Bewusstsein, was, ne? Welche Fragen haben wir hier noch nicht gestellt und sind wir noch nicht gewesen, das tatsächlich was anderes erlauben würde? Cool. So, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne und lasst mich auch gerne wissen, hättet ihr Bock, mal, weiß ich, 5 Tage an dem, ne? Da ein bisschen das zu durchleuchten, was sind die Ansichten, was haben wir für ein Gewahrsein, was haben wir für Fähigkeiten. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, wer da Bock drauf hat. Und ansonsten, let's rock it. Also vielleicht habt ihr Lust, noch bei den 21 Tagen Symphonietastern für dein Business dabei zu sein, ne? Täglich präsent zu sein, täglich die Symphonie der Möglichkeiten durch dein Business fluten zu haben. Was wird es in deinem Leben, in deinem Business kreieren? Welche Zukunft ist da wählend verfügbar? Ja, spür einfach mal rein. Ist es eine Ausgabe oder eine Investition? Und wenn du nicht beschlossen hast, das kannst du dir nicht leisten. Ich meine, ihr könnt einen Freund mitbringen und euch notfalls die Gebühr teilen. Also, und das wird auch das letzte Mal sein, dass ich so mache, weil ich wirklich auch für mich ist immer der Wunsch, dass neue Leute von den Tools erfahren. Also ja, was ist da sonst noch möglich? Habt einen geilen Tag und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Wenn du sagst, Simone, das ist in meiner Welt gerade, kannst du dazu ein Video machen? Lass mich auch das gerne wissen. Also, macht's gut und bis bald. Ach ja, und wenn ihr in Augsburg seid, das habe ich auch vergessen zu sagen. Ich bin ja gerade dabei auf der Reise und vielleicht sollte ich ein neues Video dem Business nennen. Ich sag's jetzt einfach. Bin ja gerade auf der Reise und dieses Mal habe ich wirklich den Demand, egal wie lange es braucht, auch wenn es noch 20 Jahre dauert. Ich möchte 3-tägiger Care-Prozess-Facilitator werden und ne, bin jetzt am Wochenende, Freitag und Samstag in Augsburg und ne, Freitag sind bis jetzt 3 Teilnehmer, wie wird's noch besser? Und würde mich mega freuen, ich brauche 6 und mehr zahlende Teilnehmer, damit der Kurs mir eben zählt, damit ich ne, 3-tägiger Care-Prozess-Facilitator werden möchte. Und ich weiß, Leute sagen, ja, kommst du dann für 3-tägigen? Ja, ich möchte wirklich an der Stelle um eure Hilfe bitten. Ne? Wer hostet mich? Wer wird zum Kurs kommen? Ich bin mega dankbar um jeden, der mir da hilft. Ich weiß, ich habe Fähigkeiten mit Körpern und ich habe mich lang genug davor gedrückt. Und jetzt geht die Reise los. Okay, in diesem Sinne, habt einen geilen Tag und wir hören und sehen uns.